Heute sprechen wir mit euch über Filter, und zwar Wasserfilter. Was machen die eigentlich? Was können die? Und brauchen wir die überhaupt für unser Wasser? Viele von euch haben keine Lust, Wasserflaschen zu schleppen oder das teure Mineralwasser aus dem Supermarkt zu kaufen. Einige von euch haben vielleicht auch unser letztes Video zu Mikroplastik gesehen und habt euch vorgenommen, keine Plastikflaschen mehr zu kaufen. Und trotzdem haben einige von euch Trust-Issues, was Leitungswasser angeht. And what kind of chemicals may be inside the water, like lead, I've heard. Rückstände von Medikamenten. Da Blei drin. Ich habe Angst davor, dass im Trinkwasser Quecksilber ist. Kalk drin ist. The water is discolored. Antibiotikum im Wasser ist. And that's why I personally prefer to drink water that's been filtered. Die scheinbar perfekte Lösung? Wasserfilter. Filtered? Oh, fuck. Die Herstellerfirmen versprechen viel. Sie sagen, die Filter helfen gegen schlechten Geschmack oder Geruch, filtern Verunreinigungen raus und helfen gegen Keime. Oder machen noch ganz andere abgefahrene Dinge. Der Leitungswasser ist nicht sicher, Newbie. Greift erstmal zum Tischfilter. Das Einsteigermodell. You see that filter? Ja. Billig und super simpel. Wasser rein, da wird's gefiltert, Wasser raus, fertig. Die Hersteller versprechen wohlschmeckendes Wasser ohne Chlor und andere Substanzen, die den Geschmack des Wassers beeinflussen. Außerdem sollen da auch noch Bakterienrückstände, Medikamentenrückstände, Pestizide und Kalk einfach rausgefiltert werden. Diese Filter funktionieren alle ähnlich, mit Aktivkohle. Aktivkohle wirkt wie ein Magnet, an dem Stoffe kleben bleiben können, zum Beispiel Medikamentenrückstände oder Pestizide. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Problem: In diesen Filtern vermehren sich dann auch sehr gerne Bakterien. Bei Tests des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zeigten sich 100-fach höhere Konzentrationen von Bakterien, als eigentlich erlaubt ist. Um dieses Bakterienwachstum zu verhindern, werden häufig Silberionen eingesetzt. How do I kill it? Silver. Und das landet natürlich dann auch irgendwann in eurem Trinkwasser. Silber zählt zu Schwermetallen, was man ja nicht unbedingt in seinem Wasser haben will. Bei Leitungswasser zum Beispiel wird auch darauf geachtet, dass da sowas nicht drin ist. Also Moment, ich kaufe mir diesen Filter, um mein Wasser sauberer zu machen. Und dann kommen da im Zweifel Bakterien rein. Und dann wird da aber Silber reingemacht, damit die Bakterien rauskommen. Aber das Silber will ich auch nicht im Wasser haben. Ja, und ironisch, wenn man bedenkt, warum du diesen Filter überhaupt gekauft hast. Also, bitteschön. Und wenn die nicht häufig gewechselt werden, können die Schadstoffe, die gefiltert wurden, konzentriert ins Wasser gelangen. Außerdem vermehren sich natürlich auch wieder Bakterien. Auch die Stiftung Warentest ist nicht gerade überzeugt von diesen Filtern. Bei unserem Test von Tischwasserfiltern, die mit Aktivkohle funktionieren, haben wir festgestellt, dass diese Modelle eigentlich in Deutschland überflüssig sind. Das, was sie eigentlich machen sollen, nämlich die Wasserhärte zu reduzieren, das haben sie kaum geschafft. Und wenn dann nur so ganz am Anfang von ihrer Kapazität, eigentlich kann man die Filterkartusche ungefähr einen Monat nutzen. Aber einen Monat reduzieren sie einfach nicht die Wasserhärte, sondern oftmals nur ganz am Anfang wirklich deutlich. Ionenaustauscher gibt es als große Anlage fürs ganze Haus oder sie werden mit zum Tischfilter zur Aktivkohle gepackt. Ionenaustauscher tauschen Ionen aus. Da. Gleichgeladene Teilchen werden miteinander ausgetauscht, also zum Beispiel Calcium- und Magnesiumionen, aka Kalk, mit Natriumionen. Aber Verkeimung ist genauso wie bei der Aktivkohle auch beim Ionenaustauscher ein Riesenproblem. Und auch bei diesem Filtermodell kann, wenn der Filter voll ist, die gesamte Ladung wieder ins Wasser abgegeben werden. Deshalb, falls ihr irgendwie den Verdacht habt, dass ihr zum Beispiel Blei in euren Leitungen und somit vielleicht im Wasser habt, nutzt auf gar keinen Fall einen Filter. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt dazu auch: Ein Filter wiegt in falscher Sicherheit. Die Gefahr, unbemerkt eine geballte Ladung der Stoffe aufzunehmen, ist groß, wenn der Filter voll ist. Dann gibt es noch die Umkehrosmosefilter. Dieses Filterverfahren wird in Laboren genutzt, um ultrareines Wasser für ihre Experimente zu bekommen. Dafür verwendet man halbdurchlässige Membranen, also sowas wie ein Sieb, durch das nur bestimmte Stoffe hindurch können. Größere Stoffe wie Nitrat, Pestizide oder Medikamentenrückstände können nicht durch. Super für die Forschung, aber ganz schöner Quatsch für euch. Denn erstens werden dabei auch wichtige Mineralstoffe herausgefiltert, wie Kalzium und Magnesium. Und zweitens braucht man für diese Methode unglaublich viel Wasser. Ganze 3 Liter Wasser müssen durch diese Membran gejagt werden, um 1 Liter gefiltertes Wasser zu erhalten. What? Ja. Und
natürlich verkeimen diese Filter auch wieder super schnell. Surprise! Ja. Und dass diese ganzen Filter auch verkeimen, ist super logisch, denn stehendes Wasser ist halt so ein Lieblingsspot für Bakterien. Wasserfilter sind überflüssig. Sie verkeimen schnell und sie filtern Mineralstoffe raus, die der Körper eigentlich braucht. No filter, huh? Nope. Und außerdem sind sie auch noch super teuer. Auch wenn sie im Supermarkt vielleicht zuerst mal günstig erscheinen wegen irgendeinem Angebot, die Kartuschen müssen ja gewechselt werden. Und wenn man das dann auf den Liter umrechnet und mit Leitungswasser vergleicht, ist es halt super teuer. Dad and I haven't changed the filter in the water pitcher in 2 years. Und unser Leitungswasser, das muss gar nicht gefiltert werden. Fans von den Besserwassern wissen, unser Leitungswasser hat exzellente Qualität. Change the water. That's good. Und die kommt nicht von ungefähr. Die ist nämlich in der Trinkwasserverordnung gesetzlich festgelegt. Die Trinkwasserverordnung hat Grenzwerte für alle möglichen Stoffe, die im Leitungswasser sein können, festgelegt. Und zwar so, dass wir ein Leben lang Leitungswasser trinken können, ohne dass irgendeine Gefahr für unsere Gesundheit besteht. Für Stoffe, wo es noch keine Grenzwerte gibt, hat das Umweltbundesamt Orientierungswerte festgelegt. Leitungswasser ist also das am besten und strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Arzneirückstände und Mikroplastik findet man in unserem Leitungswasser kaum bis gar nicht. Denn im Klärwerk, in dem gebrauchtes Wasser wieder aufbereitet wird, wird schon mal ein großer Teil herausgefiltert. Wenn das geklärte Wasser dann zurück in die Natur gelangt, wird es über die Bodenschichten gefiltert. Diese Bodenschichten filtern dann die Rückstände zum größten Teil heraus. Wenn dann dem Trinkwasser nachgemessen wird, findet man entweder gar nichts oder super geringe Konzentrationen von Rückständen. Übrigens, im Internet kursiert zu diesen Themen ganz schön viel Mist. Turns out another person just died from tainted tap water. Irgendwelche Verschwörungstheorien, dass uns die da oben unreines Wasser verabreichen wollen, unseriöse Berichterstattung oder ungenaue Fakten. Deshalb denkt mit, führt euch den Wasserkreislauf vor Augen und vor allem informiert euch bei seriösen Quellen. Und wir haben noch einen absoluten Beweis dafür, dass diese Filter sinnlos sind. Denn die Stiftung Warentest hat für ihre Tests Leitungswasser extra verunreinigen müssen mit zum Beispiel Schwermetallen, Pestiziden und Medikamentenrückständen, damit sie überhaupt irgendwas zum Rausfiltern hatten. Wir haben kein Leitungswasser verwendet, weil Leitungswasser immer etwas anders aus der Leitung kommen kann und wir natürlich immer genau dasselbe Wasser verwenden müssen für die Tests. Und zum anderen sind diese Stoffe in normalem Leitungswasser gar nicht vorhanden, eben diese kritischen Stoffe, die man nicht haben will, die findet man im Leitungswasser eigentlich nicht. Okay, aber was, wenn ich mit dem Filter einfach nur den Geschmack von Leitungswasser verbessern will? Ja. Dann pack dir eine Gurke oder eine Zitrone da rein, denn laut Stiftung Warentest kommst du mit den Filtern auch nicht weit. Ja, wir haben mit mehreren Probanden geschaut, ob sie herausfinden, welches Wasser gefiltert wurde und welches ganz pur aus der Leitung kommt. Und die meisten haben es wirklich nicht feststellen können. Also das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass man wirklich diese Härtereduktion kaum merkt. Die Trinkwasserverordnung gilt bis zum Hausanschluss. Ab dann seid ihr selbstverantwortlich. Aber was heißt das eigentlich? Klar, unter Umständen können kritische Stoffe wie Blei aus alten Rohren in euer Trinkwasser gelangen. Aber irgendwie unwahrscheinlich, denn Blei ist super selten, weil es ist seit den 70ern verboten. Aber wenn man nicht Bescheid weiß, und wer weiß schon Bescheid über seine eigenen Rohre, kann man schon mal verunsichert sein. Wenn ihr Zweifel habt, dann sind Filter hier keine Lösung. Unter Umständen machen die noch mehr Probleme. Also immer lieber einen Profi holen, als mit Filtern da selber herumdoktern. And I tried to make it go away. Ihr könnt euer Wasser auch im Labor testen lassen. Dabei ist ganz wichtig, achtet darauf, unabhängige Labore zu nehmen, wie zum Beispiel bei den Wasserwerken. Wasserfilterfirmen bilden nämlich auch Tests an und die könnten vielleicht eher zum Kauf eines Wasserfilters führen. I bought a filter. Wenn ihr dabei noch mehr Infos wollt und Hilfe, könnt ihr gern uns schreiben. Und wenn ihr zur Miete wohnt, fragt doch euren Vermieter bei Problemen. Der ist nämlich dafür zuständig, dass einwandfreies Wasser aus euren Leitungen kommt. Ihr vertraut Leitungswasser nicht? Genau darauf warten die Filterfirmen. Wer Sorge hat, googelt und stößt da ziemlich schnell auf ganz viel Filterwerbung. Wenn da also zum Beispiel steht, Reduzierung von Pestiziden, denkt man, hey super, why not? Dabei ist das bei uns hier in Berlin überhaupt gar kein Thema, denn das ist eher ein Problem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegenden. Und selbst da sind Pestizide vielleicht im Grundwasser, aber auch die Wasserversorger müssen dort dafür sorgen, dass das nicht ins Trinkwasser kommt. Deshalb fallt nicht auf diese Marketing-Tricks rein. Achtet genau darauf, woher eure Informationen über Wasser kommen.
Wenn da am Ende Werbung für Wasserfilter auftaucht, dann wollen die Leute euch da nicht informieren, sondern die wollen euch was verkaufen. Add the reality distortion filter. Love it. Und wenn ihr irgendwas über Energetisierung, Restrukturierung oder Vitalisierung lest, Finger weg davon. Esoterische Methoden sind nicht wissenschaftlich belegt und einfach nur teurer Mist. Filter sind mineralstoffkillende Pseudoproblemlöser, die man bei unserem super Leitungswasser sowieso nicht braucht. Deshalb no filter needed.